Hier sind wieder Joe und Andy von Angel Magic. Und willkommen zur Revolution der Handyzauberei und der neuen Angel Magic Review. Viele von euch werden sich fragen, Moment mal, R-Digit, das habe ich doch schon mal gesehen. Genau, und deshalb soll es heute auch ganz speziell um R-Digit Plus gehen. Mhm. Denn wir haben damals die App angeschaut und über die Zeit ist uns in den Einstellungen was aufgefallen, was tatsächlich nochmal 30 Euro kostet und sich R-Digit Plus nennt und das Ganze nochmal auf neues Level hebt. Und der Unterschied ist eigentlich ganz simpel. Und zwar, dass es die Möglichkeit gibt, das Ganze mit zwei Zuschauerhandys zu machen. Weil die Version, die wir beim letzten Mal reviewed haben, da war es ja, ihr habt euer Handy und ihr habt quasi das Zuschauerhandy und die Zahlen springen hin und her. Und es gibt eben die Möglichkeit, das Ganze mit zwei Zuschauerhandys zu machen. Und das ist dann auch für das Thema für die Mitte so ein bisschen die Revolution von Handy-Apps, weil ich schon öfter, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das Feedback bekommen habe auf R-Digit, so ja, ja, ist halt eine Zauber-App. Also das war schon immer wieder der Case. Ich habe das dann immer, indem ich das Handy getauscht habe oder so irgendwie, ein bisschen umschiftet, aber die Leute waren so, ja, Zauber hat eine App, ist cool, aber hat eine App. Und das kann man eben lösen, indem man das über diese Plus-Version macht. Und das Ganze funktioniert über einen NFC-Tag. Das ist auch beschrieben in dem Zusatztutorial dann. Ihr braucht quasi einen NFC-Tag, den haltet ihr hier oben an das Zuschauerhandy kurz hin. Und dann lädt sich im Prinzip die voreingestellte R-Digit-App, die auf eurem Handy in der Hosentasche ist, per Bluetooth auf das Zuschauerhandy. Denn der NFC-Tag, der installiert ein App-Clip. Das ist etwas, was man, glaube ich, überhaupt nicht kennt. Also ich kenne kaum Apps, ich glaube nur eine einzige, die das wirklich nutzt. Apple hat das vorgestellt, damit man bei E-Scooter nicht immer eine extra App installieren muss oder bei so kleinen Geschichten und dann so einen kleinen App-Clip nur installieren kann. Der schöne Vorteil dabei ist natürlich, ihr braucht da keine Apple-ID eingeben oder es ist keine richtige Installation, der wird nur quasi schnell aufs Handy geladen. Und das gibt uns Zauberern die Möglichkeit, das halt mit einem Zuschauer-Handy schnell zu machen. Das heißt, man nimmt das und man hat den NFC-Tag, da reden wir in der Mitte noch über die Möglichkeiten und lädt das halt kurz hier drauf, macht kurz Smalltalk, geht im Offbeat-Moment und hat dann die Zauber-App R-Digit auf dem Handy. Mhm. Genau. Wichtig dabei ist, für manche, die das ein bisschen suspekt finden, ich finde es wichtig, es zu erwähnen, ihr installiert also quasi was auf dem Zuschauer-Handy. Ist natürlich so ein bisschen, okay, ne, wir entsperren schon Handys, aber wir nehmen halt keine Informationen, wir fügen auch nichts hinzu. Nur für diejenigen, die dann sagen, oh, wie schaut denn das dann aus? Der Zuschauer findet dann eine Taschenlampen-App. Genau, das ist super clever. Wenn diese Verbindung von R-Digit dann unterbrochen wird, also die Performance vorbei ist, dann ist diese App auf einmal nicht mehr eine Taschenrechner-App, die eben das kann, sondern eine Taschenlampen-App. Und das kann ein Software-Update zum Beispiel gewesen sein, dass Apple die Taschenlampe als zusätzliche App, also ich denke, da kommt niemand drauf, denn ich habe eine Taschenlampen-App. Ah, so hat der Zauberer wahrscheinlich das mit dem Taschenrechner gemacht. Also das glaube ich nicht. Und von der anderen Seite? Genau, von der anderen Seite könnte man auch einen Cleanup machen. Also man kann diesen App-Clip auch einfach ganz normal wie eine App wieder entfernen, genauso wie man ihn draufgepackt hat und dann wäre das auch wieder komplett clean. Also dann kann man das Handy auch zurückgeben, genauso wie es war. Also du hast da quasi keine Ich habe da Bedenken. Überhaupt keine Bedenken. Für mich ist es nichts anderes, als ein Foto zu machen mit einem Zuschauer-Handy oder so. Also, oder einen Taschenrechner zu nutzen. Also wenn man mit Handys von Zuschauern zaubert, muss man sich bewusst sein, dass man da einen Schritt macht in eine Privatsphäre, weil da viele persönliche Daten oder auch geschäftliche Daten, je nach Handy, drauf sind und das ist mir klar und ich bin mir der Verantwortung bewusst und ich mache das ordentlich und verschwische da meine Spuren so weit wie nötig und deswegen habe ich damit auch kein Problem. Genau, deswegen haben wir jetzt heute auch gesagt, das ist ja nicht R-Digit, was wir reviewen, sondern R-Digit Plus. Genau. Einfach nur, weil das dann quasi für uns die Revolution war oder für dich auch, dass du dein Handy quasi komplett weglassen kannst, also sagst, ich nehme dein Handy. Das ist ja auch das, was bei Wikitest oder so, gut, bei Wikitest habt ihr den Taschenrechner noch im Spiel, aber also für mich geht damit so ein bisschen die Revolution von Handy-Apps los, weil bisher war das halt immer euer Handy. Und noch ein Punkt, warum wir R-Digit Plus nochmal hier auf dem Tisch haben, ist, weil wir beim letzten Mal, ich habe mir unsere alte Review dann nochmal angeschaut und ich weiß auch, warum ich es nicht verwendet habe danach direkt. Weil letztes Mal sind wir sehr darauf eingegangen, dass du dir so einen Button gekauft hast. Mhm. Also bei R-Digit kann man ja so einen, ich weiß nicht, was das ein Flick-Button ist, oder? Flick-Button. Wo man dann drückt und halt dann jedes Face quasi steuert. Und ich wollte nicht mehr zusätzlich mit so einem Button rumrennen, auch nicht auf dem Auftritt. Und habe es dann doch nur ausgegraben, weil ganz viele Leute mir das geschickt haben. Ey, guck mal, Andi, das ist mega krass. Und zwar nicht Zauberer, sondern Zuschauer. Und ich dachte mir so, ernsthaft, das findet ihr alle so cool? Dann habe ich es mir mal geholt, ausprobiert und gemerkt, dass man gar nicht diesen Button braucht. Sondern dass Timing man, oder? Genau, dass man das über Delays machen kann. Also man kann im Prinzip die Volume-Tasten nehmen oder Touch-Gesten oder auch diese Proximity-Sensor, glaube ich, heißt der hier. Kann die alle einzeln einstellen. Und dann hat man einen Time-Delay. Das heißt, ich mache R-Digit komplett ohne diesen Button und mache aber die letzten Phases nicht. Ich glaube, du hast es bis zum Schluss gemacht, wo das Handy dann schließt oder so, also wo dann der Lockscreen, das mache ich nicht. Bei mir hört es auf, nachdem ich diese Zahlen rüber und zurückgeschmissen habe.
Genau, es ist dann so noch ein Gag mit dem Kontostand. Ich kann das Kontostand von hier auf hier übertragen, kann man machen. Und genau, das ist auch noch ein Punkt, das kann man komplett ohne irgendwelche Zusatzhilfsmittel machen. Und jetzt eben auch noch mit zwei Zuschauerhandys und das macht die Sache für mich ziemlich perfekt. Aber führen wir das Ganze mal zusammen, für deine, für dich jetzt quasi die neuen Prädikate, jetzt, seitdem du das nutzt. Ja, es ist für mich ist unheimlich, es ist ein To-Go-Effekt, es ist ein Worker, ich mache es auf Auftritten, ich mache das auch in ganz speziellen Situationen, wenn es dunkel ist oder so, also das ist jetzt kein spezieller Punkt, aber da gehört es für mich auch noch mit rein. Hobbyzauberer? Genau, es ist für Hobbyzauberer absolut geeignet, weil es super leicht ist. Also ich kann ihm die ganze Palette eigentlich sogar mittlerweile geben. Ja. Und auch für, gut, Bühne ist immer raus, das ist jetzt kein Bühnentrick, wie ich finde. Aber eins, genau, und Social Media tauglich ist es auch. Ich mache das super gern, wenn irgendjemand eine Instagram-Story, ich habe es auch vorhin in der Live-Performance gesehen, wenn jemand Instagram-Stories macht, weil es halt ein super visuelles Ding ist. Man sieht halt die Zaubererei öfter. Es ist halt bei Mentalkunststücken oder Wikitests schwierig, da hast du... Da musst du irgendwie visualisieren, was hier passiert. Und hier siehst du halt direkt, was der Effekt ist. Und das ist für mich halt super genial. Von den Punkten her? Für mich ist damit Adjudged in der Plus-Variante ein absolutes 10 von 10 Punkte Produkt. Also ich liebe das. Das ist einer der To-Go-Effekte momentan. Und genau. Von mir gibt es 9 Punkte. Das ist bei mir ein bisschen in der Versenkung geraten. Aber ich werde es auch wieder ausgraben, wenn ich damit wieder ein bisschen mehr gespielt habe. Dann auch versuchen, auf das NFC-Möglichkeiten zu gehen. Ist für mich noch so ein bisschen... Ich traue mich da noch nicht dran, aber ich werde auf jeden Fall Feedback geben. Und das war's mit R-Digit Plus. Zur Mitte der Review. Andi, war diese Folge besonders wichtig? Denn ich möchte eine Sache nochmal updaten. Und zwar das E19-Gimmick habe ich damals, als es rauskam, als das Nonplusultra der NFC-Technik gesehen. War damals auch richtig. Allerdings sagt man ja, das Bessere ist der Feind des Guten. Und es ist was Neues rausgekommen, beziehungsweise ich habe was Neues entdeckt, was das einfach... Ganze nochmal auf ein neues Level hebt. Und zwar verwende ich E19 mittlerweile gar nicht mehr, sondern einen sogenannten NFC-Sharpie. An der Stelle Props an Mark Kerstin. Ich habe das in den Wikitest-Einstellungen gefunden tatsächlich. Dort gibt es, kann man den bestellen, NFC-Möglichkeit, und dann gibt es hier Sharpie bestellen. Und er hat im Prinzip einen Sharpie, da ist ein Sticker drauf vorne mit dem Sharpie-Logo und einem Cheat-Sheet, sogar für die Wikitest, für die englischen Wikitest-Sachen. Und unter dem Sticker ist eben ein NFC-Tag und damit kann man im Prinzip mit ganz einfachem Handling, man hält den Stift so nach irgendeiner Routine, legt ein Zuschauerhandy hier drauf, unterhält sich so damit und kann im Prinzip dann den NFC-Link öffnen, um zum Beispiel wie im ersten Produkt den App-Clip zu installieren. Und das finde ich so viel casualer, also noch mehr casual, als jetzt irgendwie mit einem Gimmick wie Tarantula, das ich dann wieder wegstealen muss oder so. Tarantula-ähnlichen Gimmick. Ja. Außerdem ist die Möglichkeit bei diesem Sharpie einfach da, mehrere davon zu haben mit mehreren App-Clips oder mehreren Möglichkeiten und dann halt einfach mehrere Sharpies tauschen sich leichter aus als diese kleinen Fächer bei dem E19-Gimmick. Ja. Du fandest jetzt die Lösung mit dem Sticker drauf nicht so clever, aber... Nee, ich fand die Lösung ich fand sie in Ordnung, aber noch nicht perfekt. Ich hätte mir gewünscht, dass das eingebaut ist in den Sharpie und genau diese Lösungen sind wir momentan dran, dass wir die bekommen, auch dass es die bei Magic Shop eben dann im Shop gibt. Also falls bis dahin, so am Schein der Folge, das verfügbar ist, solche NFC-Sharpies, wo wirklich das eingebaut ist, dass man es nicht mehr unterscheiden kann von einem normalen Sharpie, müsst ihr nur noch schauen, dass ihr es euch halt irgendwo markiert mit einem Punkt oder so, dass ihr es nicht verwechselt mit den anderen Sharpies. Und dann packen wir euch das in die Videobeschreibung, genau. Wie gesagt, das ist jetzt noch gerade, glaube ich, der Prototyp. Mit dem kann man aber auch schreiben und alles. Genau, das ist dann im Prinzip, ich habe vor, meine ganzen Sharpies, die ich beim Auftritt verwende, halt umzubauen in so einen NFC-Stack und dann halt je nach Routine oder je nach Abend immer neue NFC-Sharpies, auch mehrere Sharpies mitzunehmen und das ist dann mein Index für Routinen. Denn, und das ist auch der Grund, warum das Ganze hier die Revolution der Handy-Zauberei sein könnte, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ist. Es gibt nämlich schon eine zweite App, die auch mit diesem App-Clip arbeitet. Das haben wir auch schon reviewed, das ist Overlaid. Ich weiß nicht, ob wir damit darauf eingegangen sind. Ich glaube nicht. Aber nur für diejenigen, die es nicht kennen, ihr könnt quasi ein Handy, mit einem Handy ein Foto machen und da erscheint quasi eine Wolke oder ihr könnt quasi alles Mögliche in dem Bild erscheinen lassen, also quasi eine Art, 1:1 Photoshop, aber jetzt nicht nur auf eurem Handy, sondern auch, wie gesagt, mit diesem Ad-Clip, die Möglichkeit, das auf dem Handy vom Zuschauer zu machen. Und wir sind uns auch ziemlich sicher, dass es in den nächsten Jahren die alle Apps wahrscheinlich in die Richtung gehen, weil das natürlich... was ganz was anderes ist, wenn man das mit dem Zuschauer-Handy macht, als mit eurem eigenen. Genau, ich hoffe, dass es darauf aufgebaut wird, weil es für uns Zauberer eine geniale Möglichkeit ist, wenn sich jetzt von Apple nichts ändert. Es gibt auch bei anderen Apps, die noch nicht App-Clips sind, aber die zum Beispiel Web-Apps nutzen. Das sind halt Browser-Seiten, die man auf dem Home-Bildschirm installiert, die dann wie eine App ausschauen. Das haben wir jetzt auch ganz oft gehabt. Das lässt sich auch auf einen Link legen, logischerweise, den man dann auf den NFC-Tag packen kann. Also ISO zum Beispiel nutzt einen...
nutzt einen QR-Code, mhm. das kann man auch einfach auf so ein NFC-Sharpie legen oder anderes NFC-Gimmick und das Ding. Und damit kann man halt super viel jetzt schon mit Sushi-Handys machen. Und da haben wir jetzt eine schöne Brücke fürs nächste Produkt, weil das verwendet nämlich so einen Weblink. Und das schauen wir uns an. Danke an Magic Pro Ideas fürs Zuschicken von Puls. Ja, Puls ist eine Taschenrechner-App, mit der ihr forcieren könnt, normal rechnen könnt, aber auch, wie gesagt, forcieren könnt. Und zwar nicht nur eine bis zu 10-stellige Nummer, sondern auch das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Das heißt also quasi, ihr könnt verschiedene Leute bitten, ihr Geburtstag zu sagen, zu multiplizieren, auf ist gleich zu drücken. Und es kommt eine Zahl raus, die erstmal überhaupt keinen Sinn macht, aber dann ist heute der 26.09.2023 und 9.24 Uhr, das ist die aktuelle Uhrzeit. Danke, dass ihr da wart. Dankeschön. Ist schon ein sehr, sehr cooles Tool und das muss man vielleicht ein bisschen einreihen. Also es gibt schon immer den Toxic Force, den ich auch bis heute verwende. Das ist eine Möglichkeit mit dem Zuschauer-Handy, mit dem ganz ordinären Taschenrechner, der da drauf ist, im Prinzip eine Zahl zu forcieren über eine Eingabe, die man vormacht, über einen Rechenfehler sozusagen oder eigentlich eine Rechenmethode, wenn man so will. Ja. Genau, das ist absolut geniales Ding. Und dann kam irgendwann die Cypher-App, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Das war eine App auf eurem Handy im Prinzip. Da war eben der Nachteil, dass es das Zauberer-Handy ist. Aber da konnte man auch schon forcieren. Das war auch sehr geil gemacht mit Sternzeichen. Und da konnte man viel pieken. Die ist mittlerweile hat wieder weg. Also Illusionist hat die rausgenommen. Und jetzt kommt eben eine neue App, eben hier Puls, die im Prinzip das beides verbindet. Also die auf dem Zuschauerhandy eben über in der Mitte besprochenen Weblink, NFC oder Co. installierbar ist. Das kann man auch sogar über eine Eingabe machen. Sie haben dann einen sehr, sehr coolen Shortcut, dass man ganz schnell da drauf kommt. Und das ist auf dem Zuschauerhandy und ist quasi nicht, also ein bisschen anders wie die Cypher-App. Nicht ganz so gut. Man kann nicht so viel pieken, aber man kann das Ergebnis eines Force auf jeden Fall auch so erzielen. Nur mal so zu den beiden Techniken. Ihr könnt entweder quasi diesen Weblink, also quasi ihr geht auf eine Internetseite, bei euch auf dem Handy als Taschenrechner-App tarnen. Das heißt, ihr könnt bei euch draufgehen und ihr seid sofort bereit, es zu machen. Ihr habt auch die Möglichkeiten, so Sachen wegzuwischen wie Punkte oder Zahlen, was ich bisher bei noch keinem anderen Force-App gesehen habe. Also beim normalen Taschenrechner ist es ja so, aber ähnlich wie bei Artdigit, dass man das wegwischt, dann taucht es woanders auf. Und wenn ihr dann quasi draufklebt, seid ihr sofort bereit. Der Zuschauer kann testen, ob es ein echter Taschenrechner ist und es ist ein echter Taschenrechner. Und ihr könnt entweder einstellen, ob ihr, wie gesagt, die Zahl forciert oder das aktuelle Datum. Habt da auch die Möglichkeit, die aktuelle Uhrzeit um ein paar Minuten nach hinten zu verschieben. Das heißt also quasi, wenn ihr es aufschreibt und dann darüber redet, habt ihr 1-2 Minuten Puffer, damit es dann in dem Moment, wo ihr es quasi revealed und sagt, es ist das, die aktuelle Uhrzeit ist. Das ist natürlich auch gut. Und ich habe das bisher noch bei keiner App gesehen, dass es die... Ja, so ähnlich wie die Parameter das verändert hat bei Architect of Prediction, quasi, dass es in der Sekunde das erstellt. Das hatte ich bisher noch nicht, aber wie gesagt, das ist natürlich so ein bisschen einschränkend. Und die andere Möglichkeit, und das ist das, weswegen ihr nichts installieren müsst, ihr könnt entweder im Browser vom Zuschauer das eingeben und müsst dann einen kurzen Code eingeben, aber den Code macht ihr über eine Rechenfunktion, also ihr gebt ein und sagt, ja, das ist ein echter Taschenrechner und damit seid ihr mit euren Einstellungen verbunden. Oder ihr macht es NFC-mäßig, wie wir es schon gehabt haben, ihr klickt drauf und dann seid ihr im Browser quasi drin. Genau, ihr müsst aber auch, also es reicht nicht, in den Browser zu gehen, ihr müsst diese Website zum Home-Bildschirm hinzufügen, damit die Suchleiste von Safari verschwindet. Ja. Genau, das heißt, eigentlich installieren wir genau sowas, also den Schnellzugriff für eine Website auf dem Handy, den ihr nachher wieder entfernen müsst. Also da müsst ihr den Cleanup auf jeden Fall machen, weil sonst habt ihr einen Taschenrechner, wobei der funktioniert und ist nicht verbunden. Kann man auch hinterlassen, ist auch nicht so wild, aber ich würde da jetzt auf jeden Fall zum Cleanup raten, weil es nicht so schön getan ist mit der Taschenlampe. Der Zuschauer fragt sich, warum habe ich da einen zweiten Taschenrechner? Also wie gesagt, für diejenigen, wir hatten ja die Diskussion so ein bisschen mal, braucht man so eine Forcier-App? Haben wir gesagt, für jetzt zum Beispiel, du verwendest ja den Toxic Force, um zum Beispiel dein Geburtsdatum quasi oder das vom Zuschauer entsprechend zu machen. Oder ich habe das damals bei der Cypher-App mit dem Geldschein quasi, mit der Seriennummer. Und ich finde, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Wenn man zum Beispiel das mit dem Geburtsdatum ist absolut legitim, da den Toxic Force zu nehmen auf dem Zuschauer-Handy. Ja. Wenn man jetzt aber eine längere Serie an Zahlen forcieren möchte, insbesondere halt beispielsweise das aktuelle Datum, weil ich es schon ein paar Mal gesehen habe auf der Bühne, dass es so quasi jemand das als Ende macht. Ja, dass er quasi verschiedene Leute das multiplizieren lässt und am Ende dadurch, nur weil ihr da seid, passt es heute so zusammen, weil das und das da ist. Das hat schon eine mächtige Ding, insbesondere wenn jeder dann sein Handy rausholt und jeder checkt es und sieht, oh mein Gott, ja, das stimmt, das passt überein. Ja, das ist, und
Im Vergleich zur Cypher-App ist es halt einfach schon ein Riesenvorteil, wenn es auf dem Zuschauer-Handy ist. Also ich hatte die Diskussion schon unheimlich oft, dass die Leute sagen, ja, Zauberer-Handy, da ist irgendwas. Also das finde ich schon ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und genau, das fällt mir auch noch in Creditcard, habe ich mal die Kreditkartennummer forciert. Das wäre auch viel zu lang, über den Toxic Force einzugeben. Da ist so eine App natürlich absolut Gold wert. Genau. Genau, das sind die Vorteile und Nachteile. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Es ist das, was es ist. Wenn ihr eine Verwendung habt dafür, ist es auf jeden Fall ein absoluter Go-To-Trick. Ich finde persönlich auch dieses mit der aktuellen Uhrzeit einen sehr, sehr mächtigen Reveal. Ja, das ist schon nochmal geil. Gerade für so eine Bühnenshow stelle ich mir schon heftig vor. Ja. Ich glaube auch im Closer-Bereich kann es nochmal heftig sein, wenn es da entsprechend passt. Aber müsst ihr entscheiden, ob das was für euch ist. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Schaut auch gut aus. Ich habe es jetzt bisher nur auf meinem Handy ausgetestet, aber ich finde es nach wie vor interessant. Ich werde damit auch ein bisschen mehr rumspielen. Von mir, ich weiß ja jetzt einmal da entsprechend Prädikate dafür. Es wird schon als Worker bezeichnen, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Worker. Aber ansonsten, Social Media tauglich ist es nicht, weil man sieht ja nicht, was passiert. Aber als Worker doch auf jeden Fall für einen To-Go-Trick. To-Go-Trick ist es auch noch, weil man es kann. Alle Handy-Tricks sind irgendwo, finde ich, To-Go-Tricks, weil man das To-Go machen kann. Genau. Von der Bewertung her, ich gebe dem Ganzen 8 Punkte. Ich weiß nicht, ob es auf die 9 Punkte hochrutschen wird, ob es in meinem Langzeit-Repertoire bleibt oder ob es jetzt einfach mal so ein bisschen Spielerei ist. Ja, schließe ich mich an. Ich bin auch bei 8 Punkten, weil ich noch an der Grenze bin zum Verwenden und für mich der Toxic Force in den meisten Fällen noch tut und so. Mhm. Und irgendwie ist es... Ja, es ist ein nächster Schritt, aber noch nicht, da ist noch Luft nach oben. Letzte Woche hatten wir hier in der Review Karteneffekte einmal anders. Schaut da gerne nochmal vorbei, wenn ihr das verpasst habt. Und nächste Woche ist schon der Jahreswechsel. Lasst uns auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Denn da geht es darum, welche Effekte für uns die besten des Jahres waren. Und wir wollen natürlich auch von euch wissen, was eure besten Produkte des Jahres waren. Und bis dahin, bleibt magisch!